dann darf ich euch, darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen hier zum Mediengespräch mit Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum 1848, anlässlich der heute verkündeten Veränderungen im Trainerteam. Wir machen es so, also eine lange Einleitung von meiner Seite aus wird es jetzt erstmal nicht geben. Das heißt, der Ball liegt dann sofort im Feld der Medien. Gerne die digitalen Hände, da ich bei weitem nicht alle sehen kann. Umgekehrt mag das vielleicht der Fall sein. Allerdings am besten die digitale Hand nehmen und dann kann es losgehen. Momentan hat noch irgendjemand sein Mikrofon auf. Das müsste erstmal stumm geschaltet werden von allen. Hey, Jens, hörst du mal bitte zu? Radio Bochum möchte noch zugeschaltet werden. Sind sie schon, ja, auf jeden Fall. Ja. So, dann fangen wir an mit Philipp Rentsch von den Ruhrnachrichten. Ja, guten Tag Jens, guten Tag an Patrick Fabian. Direkt mal die Frage, Fußball ist ja bekanntlich ein emotionales Geschäft und wenn man sich jetzt so die ersten Fanreaktionen anschaut im Netz, vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus, hat man den Eindruck, die allermeisten reagieren mit Unverständnis auf die Entscheidung, Thomas Reis jetzt zu beurlauben. Euer Ziel ist es ja jetzt für mehr Ruhe zu sorgen. Wie willst du das Ganze jetzt in dieser Woche moderieren? Erstmal hallo in die Runde. Ist allgemein oder vorweg mal gesagt, sicherlich keine oder alles andere als eine einfache Entscheidung gewesen, Thomas und auch Markus Gellaus freizustellen heute. Und dass die Fans oder also das Umfeld emotional reagiert, das ist verständlich und das müssen wir auch so hinnehmen. Wir können in dieser Woche nur mit aller Sachlichkeit und mit aller Argumentation und Kommunikation unsere Beweggründe dafür erklären und dann versuchen auch wieder den Blick einfach aufs Sportliche zu richten. Und das ist halt das Spiel dann am Wochenende gegen Köln in einer anderen Konstellation. Nächster in der Reihe ist Andreas Kramer vom WDR. Hallo Patrick, so nach unseren Informationen und Recherchen haben sich auch schon in der vergangenen Woche, sagen wir mal, Trainervermittler bei Ihnen gemeldet. Können Sie aufzählen, wie viele das sind und wie viele Trainer bei Ihnen Schlange stehen, um beim VfL zu arbeiten? Nee, kann ich tatsächlich nicht. Also dass sich immer irgendwo irgendwer meldet von Beratern und Vermittlern. Das ist normal in der Branche. Ich habe mit niemandem gesprochen und kann dazu daher nichts sagen. Nächster in der Reihe wäre Max Backhaus von der Bild. Hallo zusammen. Patrick, in der Pressemitteilung werden ausschließlich Sport. Jetzt bist du gerade stumm, Max. Ah, Moment, das Problem ist bei uns, höre ich gerade. Jetzt gehe ich nochmal los. Ich weiß nicht, was ich jetzt gehört habe. Erstmal moin zusammen. In der Pressemitteilung, Patrick, habt ihr ausschließlich sportliche Gründe für die Entlassung aufgeführt. Jetzt war es so, dass ihr in 5 von 6 Spielen hättet punkten können, nah dran wart. Das Team und die Fans stehen größtenteils oder haben größtenteils hinter Reis gestanden. Ist die sportliche Misere allein ausschlaggebend oder spielen letzten Endes auch andere Gründe abseits des Platzes eine Rolle bei der Entlassung? Nein, wir müssen ja in erster Linie sportliche Gründe heranziehen, das ist doch ganz klar. Und da ist in erster Linie der Blick auf die Tabelle. Wir sind Tabellenletzter nach 6 Spielen mit 0 Punkten, mittlerweile auch ein Rückstand von 4 Punkten zum nächsten Platz. Das hätten wir uns sicherlich alle anders gewünscht und klar, wir waren in allen Spielen oder in vielen Spielen nah dran. Es hat aber jeweils nicht gereicht und auch das hat dann seine Gründe. Und weil wir der Überzeugung waren, dass es in der Konstellation nicht mehr funktioniert, wir aber daran glauben und die Überzeugung haben, mit dem VfL Bochum den Klassenerhalt weiter schaffen zu können, haben wir uns dann entschieden, aufgrund dessen und aufgrund der Bewertung von verschiedenen anderen sportlichen Aspekten, dort eben dann diese Veränderung vorzunehmen. Eine kurze Nachfrage, also haben andere Aspekte abseits des Platzes gar keine Rolle gespielt bei der Entscheidung? Ja,
Max, natürlich, ich habe doch vor oder bei meiner Antrittspressekonferenz hier gesagt, dass wir versuchen müssen, alle Nebengeräusche herunterzudrehen. Das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Trotzdem hat sich der sportliche Erfolg nicht eingestellt. Es waberte irgendwo immer noch links und rechts ein bisschen was nebenher. Aber für die Bewertung einer solchen Entscheidung müssen ja sportliche Gründe ausschlaggebend sein. Und da, wie gesagt, muss man halt den Blick auf die Tabelle richten, da muss man den Blick auf die Leistungen richten, da muss man den Blick auch in die Kabine richten und auf den Trainingsplatz und dann am Ende darüber entscheiden, was für den Verein, denn der Verein steht am Ende über allem, in der jetzigen Situation die bestmögliche Entscheidung sein kann. Dirk Rose-Schlamann von Sky. Momentan noch nicht zu hören. Würde dann in dem Moment tatsächlich erstmal weitergehen zu Günter Pohl von Radio Bochum. Hallo Patrick, du sagtest gestern oder heute, wir haben entschieden. Wer hat letztlich entschieden? Der Aufsichtsrat und du oder auch Ilja Kenzig? Wer hat entschieden und wenn die Entscheidung also doch auf breiten Schultern steht, dann frage ich mich, warum denn heute du, der noch sehr jung in der Position ist, dort auf dem Podium keine Rückendeckung vom Aufsichtsrat erhältst? Günther, weil es meine Verantwortung ist, hier zu sitzen und diese Entscheidung zu begründen und mit euch zu besprechen. Ich habe auf meiner Antrittspressekonferenz gesagt, dass der VfL Bochum keine One-Man-Show ist und deswegen saß ich auch nicht allein im Kämmerlein und habe mir meine Gedanken gemacht, sondern natürlich haben wir in der Vereinsführung darüber diskutiert und dann am Ende eine Entscheidung getroffen. Ich bin aber in der Verantwortung und deswegen sitze ich jetzt hier. Ralf Ritter von der WAZ Bochum. Jetzt bin ich laut. Erstmal hallo zusammen. Dann hake ich da direkt ein. Wie lief denn die Sitzung jetzt ab? Wer hat da wann mit wem getagt? Wer war vor Ort? Wann ging es heute weiter? Oder sind gestern doch schon die Würfel gefallen und heute ging es um die Art der Kommunikation, um das ganze Prozedere, um Heiko Butscher? Ablauf. Ja, Ralf, ich kann dir jetzt nicht einen genauen Timetable der letzten 24 Stunden geben. Also es ist klar, dass wir nach dem Spiel gegen Schalke zwei, drei Sätze gewechselt haben, sicherlich. Dann war es aber auch schon ja, relativ weit fortgeschritten, haben am nächsten Tag uns wieder zusammengefunden und dann läuft so ein Tag halt an. Und weil natürlich das keine Entscheidung ist, die du mal eben aus einer Laune heraus triffst, sondern wirklich viele Aspekte berücksichtigen musst, haben wir uns da auch bewusst die Zeit genommen und alle Aspekte breit diskutiert. Und das dauert dann halt eben seine Zeit. Also ich habe allgemein bei Entscheidungen, die ich generell im Leben getroffen habe, in der Gruppe oder auch alleine, die Erfahrung gemacht, dass es nie gut ist, sofort aus einer Emotion heraus, nach so einem Spiel gegen Schalke, sich da irgendwie groß zu äußern oder irgendwelche Entscheidungen zu treffen, sondern sich auch Zeit zu lassen, bewusst Zeit zu lassen und dann eben mit Berücksichtigung oder unter Berücksichtigung aller Aspekte solch eine Entscheidung dann eben zu treffen. Ulrich Hartmann von der Süddeutschen. Ja, hallo Herr Fabian. Sie haben gerade gesagt, Sie haben bei der Entscheidungsfindung auch den Blick in die Kabine gerichtet. Darauf bezieht sich meine Frage. Hatten Sie denn das Gefühl, dass der Thomas Preis bei der Mannschaft und im Kader möglicherweise auch keinen Rückhalt mehr hatte? Ja, das sind jetzt interne Dinge, die dann in meinen oder unseren Überlegungen oder die auf unsere Überlegungen dann irgendwo abspielen oder abzielen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir das sehr, sehr differenziert betrachtet haben und am Ende eben dann zu dem Schluss gekommen sind, und das aus voller Überzeugung, dass es in einer anderen Konstellation wahrscheinlicher ist, bis zum, oder jetzt in Zukunft dann eben die nötigen Punkte zu holen, um eben dem Ziel Klassenerhalt doch noch einen Schritt dann näher zu kommen, weil daran glauben wir nach wie vor, auch wenn die Tabelle momentan eine deutliche Sprache spricht. Entschuldige, eine Frage noch. Was bedeutet denn sehr differenziert betrachtet?
Ja, dass wir jetzt nicht nur hingehen und sagen, 0 Punkte, 6 Spiele, der Trainer ist weg. Also, sondern dass da schon ein differenzierterer Blick auf alles, wie ich eingangs auch sagte, da geht es Leistungen, Glaube, mal reinzuhören, Schwingungen vielleicht wahrzunehmen, generell eine Tendenz festzustellen. Das sind alles Dinge, die man berücksichtigen muss bei solch einer Entscheidung. Und das ist dann halt diese differenzierte Sichtweise. Weil ich habe ja auch vor den Spielen gesagt, dass wir uns nicht rein von dem nackten Ergebnis leiten lassen. Und das ist auch in so einer Entscheidungsfindung dann der Fall. Patrick Berger, Sport 1. Hallo in die Runde. Patrick, inwiefern hat denn der Fakt, dass Thomas Reis vor der Saison auch unter anderem mit Schalke 04 Gespräche geführt hat, irgendwie nochmal zu einem Vertrauensbruch geführt? Inwiefern hat das auch eure Entscheidung vielleicht dann ein Stück weit beeinflusst? Vielen Dank. Ja, ich habe ja eben erwähnt, das Sportliche steht über allem und über das Thema wurde sehr, sehr viel gesprochen in den letzten Wochen. Ich glaube, das bedarf dann halt keines Kommentars mehr jetzt von meiner Seite, weil wir wirklich dann einzig und alleine oder zu einem großen Teil einfach diesen sportlichen Aspekt als zielführend in unserer Entscheidungsfindung gesehen haben. Max Backhaus, nochmal. Ja, Patrick, ich würde vielleicht den Blick ein bisschen nach vorne werfen. Heiko Butscher wird Interimstrainer. Steht schon fest, wie lange er das sein darf, wie viele Spiele er bekommt und besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass er bei Erfolg auch dauerhaft Trainer bleiben darf oder soll er dann definitiv in die U19 zurück? Nein, mit Heiko ist ganz klar besprochen, dass er bis auf Weiteres hilft und danach auch wieder zurück in seine Position in der U19 geht. Das ist übrigens auch im beiderseitigen Einverständnis sozusagen, ist ganz klar mit ihm so besprochen und ist ganz klar so mit ihm besprochen, dass er das jetzt übernimmt, uns da hilft, solange bis der neue Trainer dann da sein wird. Kurzer Hinweis von meiner Seite aus nochmal eben kurz an der Stelle. Mit Heiko Butscher haben wir schon gesprochen, das werden wir im Laufe des Tages dann noch veröffentlichen. Dementsprechend heute mal Heiko Butscher noch ein bisschen in Ruhe lassen, aber morgen beim Training oder beziehungsweise nach dem Training, nicht beim Training, aber nach dem Training steht er dann den Medienvertretern auch Rede und Antwort. Max, du wolltest noch was? Ja, sehr gerne eine Nachfrage. Wie lange gebt ihr euch denn selbst Zeit, um einen neuen Trainer zu finden? Wahrscheinlich so schnell wie möglich. Ich kann mir vorstellen, dass bis zur Länderspielpause der neue Trainer da sein soll, um schon Zeit mit der Mannschaft zu bekommen. Ist das so? Ja, wir setzen uns da jetzt nicht irgendwie ein Ziel oder irgendwie ein Zeitlimit. Aber natürlich sind wir bestrebt, da möglichst schnell unter Berücksichtigung auch wieder aller Aspekte und Abwägung die richtige Entscheidung für uns dann zu treffen. Günter Pohl, Radio Bochum. Patrick, wie soll denn der neue Trainer gestrickt sein? Weil die Situation ist brisant. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Trainer gibt, die in der jetzigen Situation nicht unbedingt sich den VfL als Traumjob vorstellen. Was sucht ihr? Sucht ihr einen für eine Lösung à la, sage ich mal, Klassenerhalt, sage ich mal, ein Feuerwehrmann? Oder sorgt ihr einen, mit dem ihr auch notfalls absteigen würdet oder der dann aber vielleicht ja auch schon wieder angekratzt ist und mancher schon wieder nach dem nächsten Trainer suchen muss? Das ist ja jetzt ein Trainer zu entlassen, es geht ja schnell. Aber einen finden, der glaubhaft auch der Öffentlichkeit und den Fans vermittelt, dass er dieses Wunder schaffen kann. Denn es ist ja schon ein kleines Wunder angesichts der letzten Spiele. Du wirst dich ja auch nicht erst seit Samstagabend damit beschäftigt haben, sondern wahrscheinlich schon in der vergangenen Woche. Was kannst du dir vorstellen? Wie sieht der Neue aus? Was trägt der für eine Handschrift? Und was braucht der VfL jetzt für einen Trainer? Ja, natürlich habe ich für mich auch ein Profil definiert, eine Kategorie Trainer, die es eben dann sein könnte oder sein sollte. Tendenziell nicht der klassische Feuerwehrmann, tendenziell nicht jemand, der komplett unerfahren ist in diesem Bereich, weil ich glaube schon, dass die Situation sehr anspruchsvoll
eben auch ist, wie du gesagt hast, und dass man sicherlich dem bewusst sein muss, worauf man sich dann hier eben auch einlässt. Aber ich glaube, weil du gesagt hast, dass sich das nicht jeder antut, ich glaube, dass es genauso attraktiv ist für den einen oder anderen, hier zusammen mit uns allen gemeinsam auch den Turnaround zu schaffen. Ralf Ritter, Watz-Bochum. Ja, also zwei Fragen. Einmal ganz kurz nochmal zur Klarstellung, dass Heiko Butscher, ich hätte mir das vorstellen können, bis zur Winterpause das macht, ist ausgeschlossen, ja? Ausgeschlossen ist gar nichts, erstmal bis auf Weiteres. Okay, dann noch eine Nachfrage zu vorhin. Der Kollege fragte nach der Kabine. Du hattest auch gesagt, Trainingsplatzbeobachtungen habt ihr auch mit einfließen lassen. Hast du da gespürt, dass die Mannschaft nicht mehr Vollgas gibt oder der Trainer nicht mehr genug Feuer hat oder irgendwas? Ich glaube, es geht nicht um den Willen oder ob jetzt irgendeiner Vollgas gibt oder nicht Vollgas gibt. Ich glaube, alle waren darum bemüht, wirklich die Punkte zu holen oder den Bock umzustoßen. Aber wenn du in so eine Negativspirale kommst, dann verlässt dich irgendwann auch der Glaube. Und dann muss man überlegen, ob das in dieser Konstellation noch möglich ist oder nicht. Und dann hörst du, wie ich gerade gesagt habe, rein oder machst dir mal ein Bild und versuchst das Ganze dann zu bewerten und triffst am Ende eine Entscheidung. Und die wird nicht jedem gefallen, das ist klar. Aber wie ich auch gesagt habe, es geht halt um den Gesamtverein und um unsere Überzeugung, nach der wir dann eben handeln, um möglichst dieses Ziel Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Philipp Rentsch, Ruhrnachrichten. Ja, inwieweit kannst du nachvollziehen, dass es von außen, also jetzt vielleicht mal aus Fansicht vor allem betrachtet, schwierig ist, es nachzuvollziehen, dass ihr einerseits noch bis vor ungefähr 3 Wochen eine Vertragsverlängerung mit Thomas Reis angestrebt habt und jetzt, wie gesagt, 3 Wochen ungefähr später sagt, es geht nicht mehr weiter. Inwieweit kannst du das nachvollziehen? Ja, meines Wissens liegen die Vertragsverhandlungen ja schon auch etwas weiter zurück. Wir haben es dann vor 3 Wochen kommuniziert, dass es halt in den Winter verlegt wird. Und das war, wie ich auch immer gesagt habe, tatsächlich auch der Wunsch. Aber wir dürfen natürlich nicht die sportliche Situation beiseite schieben. Also letzten Endes sind wir hier ein Profiklub, der in der höchsten deutschen Liga spielt. Und wir möchten in dieser höchsten deutschen Liga bleiben. Und da können wir halt nicht wegdiskutieren, dass wir eben gerade in einer sehr, sehr brenzligen, prekären Lage sind. Und trotzdem, klar, ich kann alle verstehen, die sich eine andere Situation gewünscht hätten. Und auch wir wollten ja diesen Weg eben weitergehen. Allerdings, bis zu einem bestimmten Punkt eben jetzt, wo wir dann gesagt haben, das müssen wir verändern, um das dann halt eben zu schaffen, das sportliche Ziel, was wir uns ja selber gesetzt haben vor der Saison. Uli Hartmann von der Süddeutschen. Was auch Rätsel aufwirft, ist, dass der Vorstandsvorsitzende Phyllis ja gesagt haben soll, man sei sogar bereit, mit dem Trainer Thomas Reis in die zweite Liga nochmal zurückzukehren. Ich hatte auch das Gefühl eigentlich, dass das eine sehr gute Zusammenarbeit ist. Wir wissen alle, welche Erfolge in den 3 Jahren gefeiert wurden. Und dass mit diesem Trainer Thomas Reis vielleicht sogar die Chance bestünde, eine neue Ära beim VfL Bochum zu prägen. Mit einem Trainer, der diese Bochum-DNA genau so implantiert hat, wie sich das der Verein eigentlich gewünscht hatte. Und wenn man jetzt noch hinzuzieht, dass eben der Gedanke war, einem Trainer Reis auch einen Abstieg zu verzeihen, so wirkt diese Entscheidung nach 6 Niederlagen nun umso rätselhafter. Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen. Weiß ich jetzt nicht, ob eine Entscheidung nach 6 Niederlagen in Folge und 0 Punkten rätselhaft sein muss. Also vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade ausgeführt habe. Ja, ich glaube, das Interview von Herrn Phyllis, weiß ich gar nicht, liegt ein bisschen länger zurück. Ich kann auch nicht bewerten, was Herr Phyllis jetzt hier auch nicht am Pult da gesagt hat oder da ausgedrückt hat oder in welchem Kontext er das gesagt hat. Ich kann, wie gesagt, nur das bewerten, was wir gerade auf sportlicher Seite eben sehen und danach dann handeln und aus meiner Überzeugung heraus für den gesamten Verein, nochmals betone ich, aus der sportlichen Verantwortung heraus
eben eine Entscheidung getroffen zu haben. Günther Pohl. Patrick, ich muss da nochmal nachhaken, was das Profil des neuen Trainers angeht. Du hast gesagt, er soll kein Feuerwehrmann sein, er soll nicht komplett unerfahren sein. Was suchst du für einen Trainer? Suchst du einen Trainer, der die Sprache der Fußballer spricht? Suchst du einen, der die Sache sehr, sehr analytisch angeht, sprich Laptop-Trainer? Kannst du vielleicht das mal ein bisschen präzisieren, weil natürlich bei diesem Punkte- und Tabellenstand herrscht natürlich Alarm. Und jetzt geht Thomas Reis, den man kennt, der hier 2,5 sehr erfolgreiche Jahre verbracht hat und der jetzt aus welchen Gründen auch immer sportlich in die Misslage geraten ist. Da hat sicherlich auch was mit zu tun, dass der Transfersommer nach jetzigem Stand sehr, sehr unglücklich verlaufen ist. Was für ein Trainer, sag doch mal in 3-4 Sätzen, was du jetzt für einen Trainer suchst, dann brauchen sich vielleicht auch der ein oder andere erst gar nicht bewerben, wie zum Beispiel Peter Neururer. Ja, ist jetzt sehr weit ausgeholt, Günther. Ich versuche das mal. Also in erster Linie, der neue Trainer soll diesen Glauben vermitteln können und müssen, dass es hier halt noch geht. Der muss davon überzeugt sein, dass er mit dem VfL Bochum die Klasse halten kann. Eine klare Struktur, eine klare Linie in seinem Spiel haben, eine klare Ansprache haben. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für diese Mannschaft. Und ansonsten wird man dann ja in diesem Prozess jetzt mit dem Trainer selber die einzelnen Schritte dann weiter definieren. Mehr gibt es eigentlich dazu gerade nicht zu sagen. Max Backhaus. Patrick, Thomas Reis und der VfL Bochum, es war eigentlich ein Match made in heaven. Es hat mega gut zusammengepasst. Glaubst du, dass es überhaupt einen Trainer gibt, der noch besser zum VfL Bochum passt, oder wird das schwierig? Ich glaube auf jeden Fall, dass es noch Trainer gibt, die sehr, sehr gut zum VfL Bochum passen. Das ist ja ganz klar. Ohne das wegzudiskutieren, dass das mit Thomas gerade natürlich aufgrund der Erfolge in der Vergangenheit, die wir zusammen gefeiert haben, sehr, sehr gut auch gepasst hat. Aber wir müssen uns ja auch immer der Realität stellen. Und da müssen wir sagen, dass es in den letzten Wochen und Monaten kompliziert war. Und das darf man halt auch bei allem, bei aller Anerkennung natürlich für die Erfolge nicht wegdiskutieren. Das ist halt, dass wir uns dem Hier und Jetzt halt eben auch stellen müssen als Club. Und da komme ich wieder auf die sportliche Situation zurück. Und die ist, wie ich es eben skizziert habe. Andreas Kramer. Mikrofon einmal bitte aufmachen. Alles klar. Patrick, inwieweit waren Sie vorbereitet auf so eine Situation bei Ihrem Dienstantritt am 1.9.? Auf sowas kannst du dich nicht vorbereiten. Also ich hätte es mir wirklich von Herzen auch anders gewünscht, dass es anders kommt. Das war der Wunsch, hier einen anderen Start eben zu haben. Aber wie ich da bereits sagte, die Dinge sind halt, wie sie sind. Das gilt es zu akzeptieren und in der Position und Funktion, in der ich mich jetzt bewege, eben dann auch entsprechend seiner Verantwortung da gegenüber dem Verein gerecht zu werden. Dann noch eine weitere Frage im Anschluss. Wann hat es dann eingesetzt, dass man sich nach einem Plan B umschauen muss? Nach dem Bremen oder erst nach dem Schalke-Spiel? Wir haben ja bis zum Schalke-Spiel ganz klar gesagt, dass wir alles dafür tun, in dieser Konstellation den Turnaround zu schaffen. Und deswegen mit diesem Spiel kam dann der Prozess in Gange, sich ja damit auseinanderzusetzen, ob es in dieser Konstellation noch möglich ist. Jonathan Ort vom Reviersport. Ja, hallo zusammen. Sie haben jetzt eben gesagt, dass Sie jetzt nicht genau wussten, in welchem Kontext Herr Phillis diese Aussagen getätigt haben. Aber er war ja auch Teil der Gespräche im Laufe des Abends gestern. Also gab es von ihm keine Tendenzen mehr zu sagen, doch, Reis bleibt, ich stehe zu diesem Wort oder ich möchte es weiterhin mit ihm probieren? Über das, was gestern Abend dann inhaltlich besprochen wurde, da möchte ich gar nichts zu sagen, beziehungsweise das gar nicht kommentieren. Philipp Rentsch.
Ja, ich erlaube mir auch nochmal zwei Fragen zu stellen. Zum einen, inwieweit hat es bei eurer Entscheidungsfindung eine Rolle gespielt, dass eine Vertragsverlängerung mit Thomas Reis ja relativ unwahrscheinlich geworden ist und damit auch eine langfristige Zusammenarbeit? Ob es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich geworden wäre, weiß ich nicht. Wie gesagt, hier und jetzt haben wir bewertet und sind aufgrund dessen eben zu dieser Entscheidung gekommen. Also da haben jetzt mögliche Vertragsverhandlungen im November, ob schwer, ob leicht, ehrlich gesagt keine große Rolle gespielt. Okay, dann meine zweite Frage zur Kommunikation jetzt unter der Woche. Ihr wollt ja verhindern, dass die Mannschaft jetzt möglicherweise noch was abbekommt, vielleicht auch etwas weniger Unterstützung im schlimmsten Fall erfährt oder dass es sich gegen euch richtet, gegen die Vereinsführung. Welche konkreten Maßnahmen habt ihr euch denn dafür jetzt schon überlegt, um durch diese Woche gut zu kommen? Das ist ein Unsinn. Ja, erstmal ist die Mannschaft natürlich auch jetzt in der Pflicht, das ist ja ganz klar. Also die Mannschaft ist gefragt, jetzt zusammen mit dem neuen Trainerteam eben den Fokus rein auf Sportliche wieder zu setzen und möglichst dann am Wochenende gegen Köln hier zu bestehen. Und dass es an der einen oder anderen Stelle zu Widerständen kommen kann, dem muss sich jeder bewusst sein. Und da muss man halt eben in dem Moment da durch und kann auch nur am Ende durch Leistung und dann halt durch Punkte auch überzeugen. Oliver Bitter vom Kicker. Ja, Patrick, ich möchte doch noch mal ganz kurz zurück zur Entscheidungsfindung, weil mir das noch nicht ganz klar geworden ist. Ihr habt ja lange diskutiert, was auch nachvollziehbar ist. Wer hat dann da mit argumentiert? Gab es dann am Schluss eine Abstimmung? Musste jemand überzeugt werden? War das eine einstimmige Sache oder wie muss ich mir das vorstellen? Wessen Wort hatte dann am Ende das meiste Gewicht zum Beispiel? Wer hat da die entscheidenden Argumente vorgebracht, um zu sagen, es geht nicht weiter mit Thomas Reis? Ja, es ist ja eine kontroverse Diskussion. Also natürlich werden alle Argumente herangezogen, pro, contra. Man diskutiert es halt aus und am Ende ist es eine gemeinsame Entscheidung, die dann eben getroffen wird von der Geschäftsführung und natürlich ist das Gremium da mit an Bord, aber dass man jetzt irgendwie jemanden großartig überzeugen oder nicht überzeugen musste, das ist halt am Ende nicht der Fall. Es geht halt darum, alles miteinander so zu besprechen, dass man am Ende mit einer Meinung eben aus so einem Raum dann halt eben rausgeht. Günther Pohl. Patrick, ich frage dich mal ganz deutlich, ist denn der Kader in der jetzigen Zusammenstellung erstligatauglich? Ja. Man hat über Phasen im Spiel guten Fußball gesehen, aber es hat letztlich nie gereicht, weil die Anzahl der Fehler extrem war. Glaubst du nicht, dass es da gegenüber dem letzten Jahr nach den vielen Transfers zu einer deutlichen Qualitätsverschlechterung gekommen ist? Ich möchte da, du bist näher dran, du siehst sie jeden Tag. Deshalb deine ehrliche Antwort dazu. Nein, das glaube ich nicht. Und wir können darüber sprechen, ob der ein oder andere Spieler an sein Leistungsniveau schon gekommen ist oder nicht. Aber wenn wir über individuelle Fehler sprechen, dann sprechen wir ja nicht nur von Spielern, die neu dazugekommen sind, sondern auch von Spielern, die letzte Saison auch schon da gewesen sind. Und da kann man nicht sagen, ja, ob der Kader jetzt so schlecht ist, weil ein Spieler, der letztes Jahr in diesem vermeintlich besseren Kader auch schon da gewesen ist, jetzt einen Fehler gemacht hat. Also wir sollten diese Kaderqualität nicht als fast schon Ausrede für alles gelten lassen. Also der Kader ist gut genug und ich bin überzeugt davon, wenn wir in einer guten Struktur auftreten werden in den kommenden Spielen, dass wir dann die Qualität haben, auch in der Bundesliga Punkte zu holen. Ralf Ritter sehe ich als vorläufig letzte Hand hier aufscheinen. Ja, ich schließe dann immer an, die Fragen ergeben sich daraus gute Strukturauftreten. Heißt das, bisher war die Struktur nicht so zu sehen oder nicht gut genug oder soll sie sich verändern in der Spielweise? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass wir in einer guten Struktur auftreten müssen in den nächsten Spielen, um eben dann halt Punkte zu holen.
Ja, dann nochmal die Frage, geht auch in Richtung Kaderqualität. Also aus meiner Sicht ist er im jetzigen Zustand jedenfalls nicht Bundesliga-tauglich. Das ist meine Meinung. Vielleicht haben diese Meinung aber auch Trainer, die du vielleicht verpflichten möchtest. Rechnest du auch mit Absagen? Hinzu kommt ja noch die finanzielle Komponente. Der VfL Bochum kann sich ja jetzt nicht einen 5-Millionen-Euro-Trainer leisten. Ja, das ist richtig. Ein 5-Millionen-Euro-Trainer wird kompliziert beim VfL Bochum. Und rechnen muss man mit allem. Mit Absagen, mit Zusagen, mit aktiven Bewerbungen. Es ist, wie es ist. Und es ist auch in jedem Prozess, der halt dann so läuft, das Gleiche. Also da kommt dann noch jemand um die Ecke, nämlich Markus Rensinghoff, ebenfalls Wattz Bochum. Allerdings offenkundig mit geschlossenem Mikro. Was auch weiterhin offenkundig der Fall bleibt. Und sollte das nicht innerhalb der letzten oder nächsten 5 Sekunden... Jetzt habe ich es doch. 1, 2, 3. Genau. Markus Gellhaus ist auch freigestellt. Wer ist denn jetzt Co-Trainer von Heiko Butscher am Samstag? Sonntag, Entschuldigung. Marc-André Kruska wird Heiko Butscher unterstützen, genauso wie Frank Heinemann und Peter Greiber ist auch nach wie vor an Bord, also die werden das übernehmen. Das heißt dann, wer macht die A-Jugend, wenn Marc-André Kruska dann auch jetzt zu den Profis hochgeht? Bitte, habe ich nicht verstanden. Wer die A-Jugend macht. Wer übernimmt die U19? Genau. Das wird auch Marc-André weiter übernehmen in einer Art Doppelfunktion. Wir haben das Glück, dass die A-Jugend jetzt aktuell spielfrei hat, also haben wir da ein bisschen Druck raus. Ralf Ritter, Wattz Bochum. Ja, auch nochmal eine sportliche Frage dann tatsächlich, weil andere Ansprechpartner wird es ja wahrscheinlich heute dann nicht geben dazu. Takuma Asano hat sich am Samstag verletzt, ist schon bekannt, was er hat. Und gibt es weitere neue Ausfälle, die noch nicht bekannt sind? Nee, Takuma unterzieht sich gerade noch einer Untersuchung am Knie und Ergebnis steht noch aus, werden wir dann entsprechend kommunizieren. So schaut's aus. Besten Dank für Ihr Interesse. Wir sehen uns dann gegebenenfalls morgen wieder, also zumindest den einen oder anderen, sehen wir wahrscheinlich morgen wieder 15 Uhr beim Training. Bis dahin, danke. Tschüss.